Dieser Beitrag entstand mit freundlicher Unterstützung von Firma Notnagel, Grafik, Printservice, Oederan. Computerservice Prinnig. Oederaner Stanz- und Umformtechnik GmbH, Werkzeug- und Maschinenbau Brandt. Kaffeeteam Grasselt, Breitenau. Sowie Heizung Sanitär Nobis. Eigentlich ist es ein stilles Fleckchen Erde, der Park in Börnichen bei Oederan. Aber vom 31.07. bis 2.08. gehörte das reizvolle Parkambiente in Sektlounge Open Air, 14 Bands und dem begeisterten Publikum des Musikfestivals. Nach 12 Veranstaltungen ist das Team um Marco Metzler schon eine professionelle Institution. Was kann man zur Entwicklung des Festivals sagen, fragten wir ihn. Es ist das 12. Insect Lounge Open Air. Wir sind ganz stolz, dass wir es mittlerweile auf 12 gebracht haben. Es gab ja mal eine Unterbrechung, also das Festival hat 1998 begonnen. Es gab mal ein paar Jahre Pause zwischendrin und seit 2012 haben wir das Festival im Börnischer Park wiederbelebt. Mit Unterstützung der Stadt diesmal. In der Vergangenheit hat es ein Verein für sich hauptsächlich selbstständig gestaltet und in den letzten Jahren, in den letzten drei Festivaljahren, haben wir das gemeinsam mit der Stadt und zwei Vereinen, Stadtmarketingverein und Kulturverein, wiederbelebt. Ich glaube, es ist eine Sache, die immer mehr gewachsen ist. Auch in diesem Jahr freitags schon verhältnismäßig viele Gäste, die auf unserem Festival waren. Wir haben ausgedehnt die Sache in diesem Jahr auf den Donnerstag sogar, gab es ein kleines Konzert. Ungefähr 100 Gäste waren da anwesend. Sind wir ganz stolz drauf, dass das so geworden ist. Unser Zeltplatz, wo wir jetzt hier gerade stehen, hat sich in den letzten drei Jahren auch entwickelt. Es sind mehr Gäste da, die auch mal übernachten hier bei uns auf dem Festival. Ist eine schöne Sache. Was auch eine gute Entwicklung ist, muss ich sagen, als wir 2012 wieder begonnen haben, war es alles eine turbulente Zeit. Die Aufbauwoche war sehr anstrengend für uns alle, die hier mitgearbeitet haben. Das hat sich professionalisiert. Es geht uns besser von der Hand, sind mehr Leute dazugestoßen und zwar diesen Jahr tatsächlich eine ganz angenehme Sache, frühzeitig fertig gewesen mit dem Aufbau. Wir sind ganz stolz darauf. Am Regler in bewährter Weise MVST aus Nürnberg. Sie sorgten für einen guten Sound. Alice Ludwig vom Org-Team fragten wir, welche Musik hier geboten wird. Also im Prinzip haben wir ganz unterschiedliche Musik, also alles Richtung Rock natürlich, aber man kann das gar nicht so in Schubladen stecken. Das sind ganz verschiedene Bands aus ganz verschiedenen Musikrichtungen und ja, das ist alles ein bisschen ja, alternativ, ist ganz verschieden. Und gibt es hier inzwischen auch Fanclubs der einzelnen Bands? Nö, das kann man so nicht sagen. Also wir sind alle hier unser Insect-Team. Wir verstehen uns alle sehr gut, sonst könnten wir sowas wie das Insect Lounge nicht auf die Beine stellen. Ja, genau, es klappt gut bei uns. Alice, und welche Band magst du besonders? Ja, also mein Freund spielt in der Band Enormous, deswegen ist mir die sehr wichtig. Die hat gestern gespielt, haben ihr Ding sehr gut gemacht und wir können alle sehr zufrieden sein. Am Samstagabend waren wir mit Kamera und Mikrofon zugegen, als Zen Zebra spielte. Bereits am Beifall und den Reaktionen des Publikums war zu spüren, dass diese Band auch den Nerv des Publikums traf. Chris Meyer ist schon seit 3 Jahren beim Festival dabei und er ist voll des Lobes. Das haben die Veranstalter hier sehr gut gemacht. Man hat super Möglichkeiten. Man kann essen, trinken, das ist alles inklusive und hier unten wirklich super gemacht. So ähnliche Meinungen hörten wir auch von anderen Festivalgästen. Also heute ist mir etwas zu krachig, aber ist trotzdem gut. Also Drive gestern war nicht schlecht, aber im Moment spielt ja keiner. Ich finde KDA3 ist gut. Dann sollte die letzte Band Fjord auftreten, aber während der Umbaupause setzte ein Gewitterregen ein und alles flüchtete ins Zelt.
DJ Bales on Fire übernahm das Wort und legte noch bis 3 Uhr Platten auf. Auch Max Rademann leistete wie im vergangenen Jahr als Moderator und als Liedermacher seinen Festivalbeitrag. Dieser Beitrag entstand mit freundlicher Unterstützung von Firma Notnagel, Grafik, Printservice, Oederan. Computerservice Prinnig. Oederaner Stanz- und Umformtechnik GmbH, Werkzeug- und Maschinenbau Brandt. Kaffeeteam Grasselt, Breitenau. Sowie Heizung Sanitär Nobis.